Ja, ich bin Sebastian Polter, Profifußballer vom VfL Bochum, Stürmer, meine Position. Ja, bin mittlerweile 30 Jahre alt, auch wenn es vielleicht nicht jeder denkt, aber ja, ich bin 30 und ja, bin seit mehr als 12 Jahren Fußball-Bundesliga-Profi, bin darauf sehr, sehr stolz und aktuell auch sehr, sehr froh, in Bochum zu sein. Ja, ich muss sagen, wenn man jetzt mal so von der Kindheit ausgeht, dann habe ich sehr viel damals auch in Bayern München Bettwäsche geschlafen. Ich war sehr, sehr großer Fan von Oliver Kahn, weil es einfach so ein absoluter Typ war damals, den man so als Fan, so als Kind einfach zugeschaut hat. Aber irgendwann mit dem Alter, umso älter ich wurde, umso weniger hatte ich so einen Herzensverein, so einen Lieblingsverein, muss ich sagen. Ja, also ich war dann immer Fan von meiner eigenen Mannschaft natürlich dann nachher. Und so auch heute noch. Ja, ich bin gerne auch bei Traditionsclubs habe ich gespielt. Wenn man meine ganze Vita mal anschaut, habe ich oft bei sehr, sehr großen auch Traditionsclubs gespielt, weil ich mich mit der Tradition des Fußballs einfach auch sehr identifiziere. Und ja, das hat mich so ein bisschen verfolgt in meiner Karriere. Boah, das ist eine schwere Frage. Ich hoffe, dass die Jungs das nicht sehen. Ich glaube, ich mag einfach Typen, ja. Typen auf dem Platz, Typen, die etwas darstellen. Bedarf zwar auch immer mal wieder Typen, die ein Stück weit introvertierter sind und die auch einfach andere Stärken des Charakters auch mit sich bringen, in die Mannschaft einbringen. Aber ich bin immer jemand, der auch ja, Leute mit sich in der Mannschaft hat, die auch authentisch sind nach außen hin. Und deswegen würde ich sagen, Manuel Riemann, der Torwart von uns. Ja, ich glaube mittlerweile jetzt natürlich das erste Profi-Bundesliga-Spiel damals gegen Werder Bremen. Das war sicherlich eins der schönsten Momente meiner fußballerischen Karriere. Dann darüber hinaus das erste Bundesliga-Tor gleich den Spieltag danach, am zweiten Spieltag gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga. Und ja, der Bundesliga-Aufstieg mit Union Berlin, ja, geschichtsträchtig auch irgendwo mit Union Berlin in die Bundesliga aufgestiegen zu sein. Allgemein bin ich Union sehr, sehr dankbar, habe da sehr, sehr gerne gespielt in den 5 Jahren, wo ich bei Union war. Und ja, das sind so Zeiten, die werde ich definitiv nicht vergessen. Und ich hoffe, dass viele weitere schöne Momente noch dazu kommen, zum Beispiel jetzt mit dem VfL Bochum. Ja, meine persönlichen Ziele sind immer in erster Linie natürlich fit zu bleiben, ja, gesund zu bleiben. Ich glaube, das ist etwas, das kannst du dir nicht irgendwo, das kannst du dir wünschen, ja, du kannst auch hart dafür arbeiten. Aber es muss auch wirklich passieren, damit du auch erstmal deine sportlichen Ziele irgendwo erreichen kannst. Persönlich, aber auch dann mit der Mannschaft. Und ich habe immer persönliche Ziele. Ich möchte so viele Tore schießen wie möglich. Ich möchte da mit der Mannschaft helfen, vor allen Dingen auch mit wichtigen Toren der Mannschaft helfen, mit Vorlagen, mit meiner ja, Präsenz auf dem Platz auch wirklich den körperlichen Fußball anzunehmen, auch eine gewisse Mentalität auf den Platz zu bringen, immer zu kämpfen, nie aufzugeben, egal bei welchem Spielstand. Das sind schon so Eigenschaften und Ziele, die ich mir auch Saison für Saison, egal wo, auch stecke. Und darüber hinaus gibt es natürlich immer Mannschaftsziele, die man mit der Mannschaft zusammen definiert. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich uns selbst sagen. Ja, also klar, die Bundesliga ist in den letzten Jahren, ja, ich würde nicht sagen eintönig geworden, ja, aber Bayern München macht es halt schon sehr, sehr dominant und sehr, sehr stark. Das muss man halt wirklich auch herausheben. Es ist schwierig da als Mannschaft, auch an Dortmund, Leipzig, Gladbach, egal wer oben mitgespielt hat die letzten Jahre, sehr, sehr schwer da am FC Bayern München ranzukommen. Nichtsdestotrotz sollte man immer wieder das versuchen, ja, und immer wieder versuchen, Bayern München ein Bein zu stellen. So hat es man ja auch gestern im Pokal gesehen, Gladbach gegen Bayern. Es ist immer möglich, Bayern zu schlagen, auch in dieser Höhe zu schlagen. Ja, man muss halt wirklich ja, wahrscheinlich den besten Fußball spielen an diesem Tag. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich mich selbst und meine eigene Mannschaft und den eigenen Verein das natürlich gönnen. Ja, ich muss ja dazu sagen, ich habe das wirklich angefangen mit FIFA 98 über Anstoß 3 oder wie Managerspiele alle hießen. Ja, Fußballmanager von EA damals noch über FIFA 98, 2002. Ich habe wirklich, dann gab es ja zwischendurch mal so ein Weltmeisterschaft Edition von FIFA auch. Ich habe wirklich alles gespielt. Ja, und als Kind, glaube ich, träumst du davon, irgendwann in diesen Spielen vorhanden zu sein. Und
ich kann sagen, dass ich diesen Traum mir erfüllt habe, ja, wirklich in all diesen Manager-Spielen, in diesen FIFA-Spielen, wirklich auch Jahr für Jahr jetzt schon seit mehreren Jahren ja, vorhanden zu sein, drin zu sein, mich selbst spielen zu können. Und das ist etwas ganz Besonderes, ja, muss ich schon sagen. Das wird auch immer besonders bleiben, sich da selbst so zu transferieren, irgendwo hin zu transferieren, über eine gewisse Saison einfach die Entwicklung zu sehen des einzelnen Spielers, wie sehr er steigt vom Marktwert her oder auch nicht, ob er zu den Vereinen passt oder auch nicht. Auch da habe ich natürlich schon mal in meiner Karriere ein bisschen rumgesponnen und habe mich irgendwo hin transferiert und habe geguckt, okay, passt das vielleicht von der Chemie oder ähnliches? Ja, ist schon was ganz Besonderes und bin ich sehr, sehr stolz drauf, muss ich auch ehrlich zugeben, weil ich weiß, dass viele, viele Kinder da draußen sicherlich genau diesen Wunsch haben und auch alles dafür tun sollen, diesen Wunsch irgendwann vielleicht zu erfüllen. Ja, es macht sehr, sehr viel Spaß, kann ich nur sagen. Ich glaube, das war irgendein chinesischer Club, aber jetzt nicht mit dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, okay, dort kann man sehr, sehr viel Geld verdienen. Damals war es auch einfach noch nicht so, dass man jetzt in diesem asiatischen Bereich viel Geld verdienen konnte, sondern einfach mal, um zu sehen, ob ich so mit dieser Kultur und so weiter wirklich auch ja, klarkomme als Person. Ja? Weil man hat ja auch gewisse ja, Führungsstärke oder Charaktereigenschaften in den einzelnen Spielen und ob diese auch in den Ländern auch zu tragen kommen. Und ich habe mich auch schon mal nach Serbien, also ganz, ganz verschiedene Vereine auch wirklich transferiert. Ja, schon ganz verrückte Sachen dabei gewesen. Ja, aufgewachsen schon ein Stück weit. Mein großer Bruder hat immer Fußball gespielt. Und von daher, da bin ich immer sehr, sehr viel mit auf dem Sportplatz gewesen. Mit meinen Eltern zusammen natürlich haben wir Fußball zugespielt. Ich war noch ganz klein, 3, 4 Jahre. Habe damals schon immer einen Ball in der Hand gehabt und immer mitgespielt. Und irgendwann, als ich dann 4,5, 5 war, hat mein Papa mich selbst zur G-Jugend, zur Pampersliga gebracht und hat gesagt, hier komm, probier dich mal. Das habe ich dann getan und mein Papa hat dann immer gesagt, ich war sehr, sehr begeistert von Anfang an vom Fußball. Ja. Ich wollte eigentlich nie weg vom Sportplatz, auch wenn wir trainiert haben, danach ins Auto. Ich wollte gar nicht nach Hause, habe geweint im Auto, Papa, können wir nicht noch mehr spielen und so weiter. Und ja, das hat sich dann durch die ganze Jugend gezogen. Ja. So hat mein Papa mich irgendwann zum Fußball gebracht, wo ich natürlich sehr, sehr stolz drauf bin, jetzt im Endeffekt, weil man ja, sein Hobby zum Beruf gemacht hat, was etwas ganz Besonderes ist. Und ja, so bin ich zum Fußball gekommen. Ja, ich glaube nicht, dass meine Eltern das oder mein Papa das in erster Linie so gedacht hätte, okay, den bringe ich jetzt mal zum Fußball, damit er ein Profi wird. Ich glaube eher, dass es da wirklich um Bewegung und Spaß ging einfach. Und so habe ich es auch ganz lange auch natürlich verfolgt, dass ich einfach Spaß hatte, mit meinen Freunden Fußball zu spielen, bis sich dann irgendwann daraus gestellt hat, okay, da könnte wirklich etwas im professionellen Bereich gehen. Und dann haben meine Eltern mich auch, aber auch meine ganze Familie mich dabei unterstützt, diesen Weg zu gehen. Ja, wenn ich mich daran erinnere, ich bin damals mit 14 von zu Hause weg. Ja, welches Elternteil, welche Mutter gibt gerne das Kind mit 14 von zu Hause weg? Ich glaube keins und von daher bin ich da sehr, sehr stolz, dass ich meine Familie da im Rücken hatte und dass die mich da ja, jeden Tag eigentlich unterstützt haben. Ja, was macht den attraktiv? Also in erster Linie finde ich, man kann eigentlich selten beim Fußball keinen Spaß haben. Ja klar, Niederlagen sind irgendwo ärgerlich und triezen einen auch irgendwo besser zu werden, aber wenn man jetzt mal jedes einzelne Training sieht, hat man jeden Tag Spaß und das ist so für mich eigentlich immer der Vordergrund gewesen, wirklich zum Sport zu gehen, auf den Bolzplatz zu fahren und einfach mit seinen Kumpels Spaß zu haben, ja, wirklich auch Dinge auszuprobieren, die man einfach, ja, wo man sich einfach auch selber sieht und wie man sich weiterentwickelt. Und darüber hinaus, man lernt sehr, sehr viele Kulturen kennen, man lernt sehr viele Nationen kennen als Mitspieler, was auch was sehr, sehr Schönes ist. Ich bin auch viel rumgekommen, selber in England gespielt, in Holland gespielt, mit vielen Nationalitäten zusammengespielt, wo man gewisse Kulturen einfach als Mitspieler auch kennenlernt. Ich hatte mal jemanden in der Mannschaft, was ich ganz, ganz besonders fand, der hat 5-mal am Tag gebetet, ja, und der hat mich darum gebeten, dass er am frühen Morgen um 5 Uhr aufstehen kann, damit er beten kann, ja, und sowas finde ich ganz besonders, weil der Mitspieler fragt mich, ob er beten kann, aber für ihn ist das eigentlich irgendwo ein Muss, weil das die Religion halt in dem Sinne dann vorgibt. Und für mich war es dann selbstverständlich, dass ich da sage, ja klar, kannst du aufstehen, kein Problem, ich schlafe schon weiter. Ne? Und selbst wenn ich aufstehe,
stehe ich mit dir auf, es ist kein Problem. Und so lernt man so, so viele Leute kennen und ja auch schätzen, finde ich etwas ganz Besonderes. Ja, was würde ich ändern? Ich glaube, es gibt schon einen gewissen Leistungsdruck auch. Ja? Leistungsdruck, ich glaube, das hat man auch gerade immer wieder in Profisportarten, da spreche ich jetzt auch nicht nur von Fußball, das gibt es in, ich glaube, in allen Sportarten, wo ein gewisser Leistungsdruck herrscht. Da ist es ein Stück weit, wir sind alle professionell genug, wirklich auch diesen Leistungsdruck standzuhalten und den müssen wir auch standhalten. Ich finde aber dann in Kombination mit den Medien ein Stück weit, dass man das oftmals vielleicht zu sehr aufpusht, ja, und zu sehr medial auseinander nimmt. Ich finde einfach, letztendlich ist jeder einzelne Sportler, Leistungssportler auch irgendwo nur ja, Mensch und ist auch keine Maschine, wo du den Knopf andrückst und sagst, okay, der funktioniert heute. Jeder hat mal gute Tage, mal schlechte Tage. Und ich finde nicht, dass man das medial auseinandernehmen muss, auch wenn es ein Stück weit dazugehört irgendwo, dass wir uns den Sachen stellen müssen. Aber in manchen Situationen, bei manchen Spielern, manchen Vereinen oder einfach allgemein auf der Welt nimmt es ab und zu mal überhand. Und das finde ich nicht. Ja, ich glaube eher so der Players Coach, wenn du das in Kombination siehst mit Motivation, mit wirklich auch die Spieler zu erreichen, wirklich auch viele Ansprachen zu machen, viel mit den Spielern zu sprechen, auf die Spieler einzugehen, Ziele auch wirklich ja, individuell anzupassen. Ich glaube, da sehe ich eher so meine Managerstärke. Klar, das Taktische gehört immer dazu, aber ich selber definiere mich immer über Mentalität. Klar, ich habe ein gewisses Talent auch in die Wiege gelegt bekommen, aber ich habe mir alles in meiner Karriere erarbeitet, hart erarbeitet. Ich bin jetzt nicht hier derjenige, der sich das so von der Technik her alles schon in die Wiege gelegt bekommen hat und einfach aufgrund dessen, aufgrund seiner ja, Technik oder ähnliches Fußballer geworden ist, sondern ich bin immer durch die Mentalität gekommen und das möchte ich auch als Mensch, als Charakter auch weitergeben, ja. Weil ich auch glaube, dass am Ende des Tages immer Mentalität auch Qualität schlägt und zumindest in einzelnen Spielen oder in kurzer Form auch. Und das versuche ich dann dementsprechend auch als Manager weiterzugeben. Tja, ich glaube schon, dass man letztendlich, man sagt ja nicht umsonst, Defensive gewinnt Meisterschaften und Offensive gewinnt Spiele. Ja? Ich glaube schon, dass das ein gesunder Mix sein muss, aus ja, einfach kompakt und sicher zu stehen. Aber ich glaube, gerade auch im letzten Angriffsdrittel dann auch wirklich mal den Tiki-Taka-Fußball, schnelles, direktes Kombinationsfußball nach vorne hin, zielorientiert vor allen Dingen auch zum Tor, ja, auch den Gegner aufzudrücken. Ja. Deswegen, ich würde schon eher sagen, so ein Mix daraus, aus beiden. Komplett hinten reinstellen, das mag ich auch nicht. Ja, ich möchte später auf jeden Fall Trainer werden. Das ist schon in meinen Hintergedanken. Das kann ich schon so viel dazu sagen. Werde meine Trainerscheine machen und werde auch definitiv in die Trainerbranche danach gehen. Welchen Verein möchte ich unbedingt mal? Das kann man nicht sagen. Ja, ich glaube, das ist auch ein Stück weit. Man muss mit der Zeit gehen. Man muss auch gucken, wo ist was wie möglich. Wenn man einfach einen Verein nennen müsste, dann würde ich, glaube ich, keinen Verein nennen, sondern eher eine Liga, das wäre die Bundesliga, vielleicht auch mit dem Verein dann sogar höchstmöglich in der Champions League vertreten zu sein. Das wäre so wirklich Ziele, die man sicherlich als Trainer viel, viel höher gar nicht erreichen kann. Aber das ist auch ein ganz, ganz weiter Weg. Ja, das ist nicht einfach nur, du sagst es und dann passiert es so, sondern da musst du dich auch als Trainer beweisen und hart erarbeiten oder dir das hart erarbeiten, um da irgendwo mit einem gewisses Glück auch hinzukommen. Ja, definitiv. Ich glaube, jeder einzelne kleine Kind sollte draußen immer den Spaß am Fußball nie verlieren. Das ist immer das Wichtigste. Das habe ich persönlich nicht getan, also dass ich den Spaß verloren habe. Darüber hinaus sich immer versuchen, das Schlechte auch wirklich kritisch anzusehen und dann auch dementsprechend auch umzusetzen. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Weil Lobeshünden kriegt man immer und immer wieder. Aber man muss sich auch der Kritik stellen, eines Vaters, eines Freundes, egal wer Trainer. Und dieses nicht persönlich nehmen, sondern wirklich auch ja, das Ganze auch ins Gesicht schauen und zu sagen, okay, ich möchte das jetzt besser machen. Und ja, dann kommt der Rest immer von alleine. Gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Alles für die Gesundheit tun.
Und ja, dann schafft man das auch mit ganz viel Willen.